Moin, heute mit 100% mehr Skript und Vorbereitung. Das Pendel. Meiner Ansicht und Erfahrung nach schwingen Dinge. Meine Biolehrerin hat mir einmal gesagt, ein Ökosystem würde immer um ein Optimum diffundieren. In der Geschichte wurde mir das große Wellenmodell vermittelt. Und in meinem Hinterkopf ist irgendwo eine vage Mathematik-Erinnerung, dass sich jede Kurve als Sinuskomposition darstellen lässt. Das hört sich jetzt erstmal etwas esoterisch an und erinnert mich an die Herr der Ringe-Lore, in der, sofern ich mich korrekt erinnere, alles eine Schwingung ist und die Welt ein Musikstück. Eventuell sind meine Beispiele auch etwas cherry-picked. Die resultierende allgemeine Idee wirkt auf mich trotzdem sinnvoll. Ein Pendel ist eine gute Illustration von Schwingungen. Und im Bereich Politik schwingt dieses Pendel zum Beispiel zwischen links und rechts. Es gibt natürlich viel mehr relevante Dimensionen, aber halten wir es erstmal verständlich. Wir definieren nun die Mitte als perfekte Position des Pendels. Das Pendel muss natürlich nicht balanciert sein. Wie halten wir nun also das Pendel in der Mitte an? Beim echten Pendel könnten wir nichts tun und einfach warten. Aber im politischen Diskurs ist es, glaube ich, schwer, keine Auswirkung zu haben. Und die Auswirkung anderer Stimmen, quasi anderer Finger, die das Pendel stoßen, wird anders als beim echten Pendel größer, je weniger Stimmen es gibt. Daher hilft dieses Modell leider nur, um einen Fehler zu beheben, den viele meiner Meinung nach machen. Wenn ich der Meinung bin, das Pendel ist zu weit rechts, möchte ich es immer nach links schubsen, rein intuitiv, um die Mitte zu erreichen. Dies ergibt aber nur Sinn, wenn sich das Pendel gerade von der Mitte entfernt. Sonst schießt es nur an der Mitte vorbei und ist eventuell am Ende noch weiter von derselben entfernt. Wenn ich der Meinung bin, der aktuelle politische Durchschnitt ist zu rechts, bewegt sich aber nach links, sollte ich trotzdem das politische Pendel nach rechts pushen, um sicher in der Mitte anzuhalten oder immerhin die Schwingung zu verkleinern und mich weniger weit auf der anderen Seite über die Mitte hinaus zu bewegen. Diese Theorie braucht einige Anmerkungen. Natürlich lässt sich die Aussage auf jede vergleichbare Dichotomie anwenden. Die Taktik ergibt aber keinen Sinn, wenn alle sie anwenden. Allerdings brauche ich mir, glaube ich, keine Illusionen zu machen über die Reichweite, die ich auf dieser Plattform besitze. Aus dieser Theorie lässt sich ableiten, dass der dominante politische Aktivismus immer die falsche Richtung ist. Wenn wir uns bereits sehr weit von der Mitte entfernt befinden, mag es aber trotzdem sinnvoll sein, auch wenn wir uns bereits auf dem Weg in die Mitte befinden, das Pendel in die Mitte zu pushen, um schneller anzukommen. Und erst zu bremsen, wenn wir näher dran sind. Es sind sich sowieso alle uneinig, wo die Mitte ist. Aber das Problem der Bestimmung der Mitte scheint mir doch für Schwarmintelligenz geeignet.